Willkommen im Aquazentrum, ich bin der Michi. Heute habe ich unseren Diffusionsstab zur Begasung von Getränken mit Wasserstoff für euch. Karl-Heinz und Yassin haben letztens darüber gesprochen und damit ihr euch vorstellen könnt, was dabei passiert, machen wir einen Test für euch. Was wir mit diesen Stäben wahnsinnig gut können, das ist, sie in Flüssigkeiten halten, die nicht Wasser sind, wo der Wasserstoff nicht so schnell abhauen kann. Also ein hervorragendes Beispiel ist Babymilch aus Babymilchpulver. 10 Sekunden reinhalten und du hast das Redoxpotenzial signifikant gesenkt, so dass es Topwerte einer natürlichen Muttermilch erreicht. Im folgenden Test machen wir Babymilch aus Milchpulver und messen das Redoxpotenzial. Das Baby hat Hunger, machen wir ihm ein Fläschchen. Die praktische Osmoveda-Umkehrosmoseanlage bereitet das Wasser sauber auf die richtige Temperatur vor. Ich bekomme mineralarmes Wasser von Raumtemperatur bis 95 Grad warm auf Knopfdruck von ihr. Ich muss nur noch das Milchpulver hinzugeben und schütteln. Somit ist die Babymilch normalerweise fertig. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter in Richtung antioxidativer Muttermilch. Karl-Heinz Asenbaum hat diesem Thema ein ganzes Kapitel in seinem Buch gewidmet. Ich verlinke es euch hier oben rechts und in der Beschreibung. Hier habe ich ein Messgerät, mit dem ich das OLP, so wird das Redoxpotenzial abgekürzt genannt, messen kann. Ein höherer Minuswert bedeutet hierbei besser. Wer es genauer wissen möchte, folge bitte dem erwähnten Link. Wie ihr seht, zeigt es minus 40 Millivolt und eine Temperatur von 37 Grad an. Ich habe den Diffusionsstab an einen druckfähigen Wasserstoffinhalator angeschlossen und behandle damit jetzt die Milch. Schaut mal, wie das blubbert. Ich glaube, das reicht. Nochmal mit dem Messgerät messen. Jetzt hat die Milch einen ORP-Wert von minus 470 Millivolt. Zeit für die Fütterung. Weiter mit Karl-Heinz und Yassin. Das Zweite sind natürlich, kannst du es in deinen Espresso, in deinen Kaffee und so weiter mal 10 Sekunden reinhalten. Dann wird er viel antioxidativer. Oder in deinen Tee. Ja? Oh, Kaffee habe ich nicht probiert. Danke. Der wird nicht kalt dadurch, durch das bisschen Wasserstoff ein paar Sekunden. Und schmeckt dann Deluxe. Und was natürlich auch super ist, weil das den Wasserstoff vom Ausgasen total zurückhält, das sind Smoothies. Gleich nach dem Mixen vielleicht 30 Sekunden reinrühren mit dem Wasserstoff. Der verteilt sich da wunderschön drin, macht aus der uralten Frucht vom Uralt-Bioladen eine ganz frische. Eine frische wie vom Baum frisch gepflückt. Nein, doch. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber doch, habe ich das. Doch. Wenn du das machst, frischer wie vom Baum. Theoretisch schon. Ja, egal. Okay, es geht jetzt um den Unterschied zwischen den einzelnen Inhalatoren, die du im Programm hast, in Bezug auf den Stab. Weil der Stab gibt einen gewissen Widerstand. Ja. Und wenn der Strahl stark sein muss und wenn der auf Gegenkräfte trifft durch das Sieb, Dann schalten viele Inhalatoren ab. Und welche von deinen Inhalatoren können jetzt so einen Stab sinnvoll betreiben, in einem Smoothie zum Beispiel? Der Inspirator, der 120 Milliliter mobil, der beim Rocket dabei kommt, und der Cavallo, die können Druck. Genau. Ja. Also da hat man eben dann einen sehr schönen Effekt, jetzt nicht in Bezug aufs Wasser, deswegen geben wir bei all diesen Geräten immer einen Wasserbooster dazu, weil eben nicht alle Wasser gut behandeln können. Viskösere Flüssigkeiten wie Milch, Kaffee, Tee, Smoothies,
die können eben durch diese kleineren Geräte und den Cavallo gut bedient werden, weil die sich nicht bei Gegendruck abschalten. Ja. Bei den anderen Druckfähigen muss man nur noch den Stab reinhalten. Mhm. Schon was Tolles. Ich muss es nutzen. Ab jetzt werde ich es nutzen für meinen Kaffee, meinen Bulletproof Coffee. Ja. Weil nee, der ist ja noch cremiger. Wie geil ist das? Nee, also und ich denke auch an die ganzen Winter. Ja. Das ist total toll mit dem Stab. Ein paar Sekunden, das ist wie so ein Zauberstab. Ja. Dann siehst du das Redoxpotenzial runterflutschen. Ja. Echt klasse. Und nicht so umständlich wie die früheren Verfahren, wo man dann das Milchpulver in basischem Aktivwasser anrühren musste. Und dann war es wieder schwierig mit der Temperatur. So hast du einfach schon von Anfang an die richtige Temperatur. Stimmt. Und machst nur noch ein bisschen Wasserstoff rein, hast den riesigen ORP-Effekt. Und das sind natürlich schon Fortschritte, die sich jetzt in den letzten Jahren erst ergeben haben. Ich meine, 2016 kam mein Buch über elektroaktiviertes Wasser zum ersten Mal raus. Da gab es das noch nicht. Deswegen habe ich da noch so umständlichere Methoden beschrieben. Aber das geht jetzt mit den neuen Dingen easy go. Ja, sehr interessante Entwicklung. Das ist alles, was ich für euch habe.